Nicht das Gleichgewicht verlieren, um oben zu bleiben. Für Lea Hildebrand und Co. war das Motto gestern Abend vor der Partie gegen Stuttgart klar. Mit Siegen in Leverkusen und Vilsbiburg hatte sich der USC noch im alten Jahr auf Rang 3 der Tabelle vorgeschoben. Die Stimmung in der Halle Bergfidel hervorragend. Über 1900 Zuschauer wollten die Fortsetzung der Münsteraner Siegesserie miterleben. Trainer Axel Bühring hatte sein Team vor der Unberechenbarkeit der Stuttgarterinnen gewarnt. Immerhin war es jene Mannschaft aus dem Schwabenland, die den USC noch vor Wochen aus dem Pokal geworfen hatte. Aber hinein in die Partie. Münsters Abwehrverhalten sofort konzentriert, gute Annahme von Ines Barton und Lonnike Slotjes zeigt sofort, wie es gehen kann. Schwächen hatten die Unabhängigen bei der Angabe. Thees von Pikatz prüft hier das Netz und Lonnike Slotjes zielt über die gegnerische Hälfte hinaus. Trotzdem machte Münster wichtige Punkte und ging verdient mit 8:6 in Führung. Die Abstimmung und Stabilität bei den Grünen war nun da. Linda Dörendahl mit einer klasse Rettungsaktion und Hanna Kutura findet diagonal die Lücke. Münster zog auf 17:11 davon. Punkt um Punkt ging es weiter. Der USC nun mit nahezu perfektem Volleyballspiel, Andrea Berg mit artistischer Annahme und Lea Hildebrand bringt mit ihrem Block die Halle zum Kochen. Der Satzgewinn war nur noch eine Formsache. Münster spielte nun Katz und Maus mit Stuttgart. Hildebrands Ball kann noch abgewehrt werden, ehe Hanna Kutura Stuttgart keine Chance lässt. Für den Satzverlust sorgten die Schwäbinnen selber. Doreen Engel mit zu viel Kraft und Münster gewinnt den ersten Durchgang mit 25:16. Sicherlich ganz nach dem Geschmack von Trainer Axel Bühring. Auch im zweiten Satz knüpfte Münster nahtlos an die gezeigte Leistung an. Schnell führte das Team mit 4:1, das Abwehrverhalten war gut und die Entschlossenheit am Netz punktbringend. Münster nun bärenstark. Die Angabe von Ines Barton, Stuttgart schmettert den Ball ins Aus und es hieß 12:3 für die Heimmannschaft. Die gestrige Überlegenheit auch in der nächsten Szene sichtbar. Die starke Lonnike Slotjes bleibt am Netz hartnäckig, ja und das zahlt sich aus, Punkt für Münster. Beim Stande von 24:15 hatte der USC Satzball, Lea Hildebrand mit Gewalt und Münster führte mit 2:0 Sätzen. Zu Anfang des dritten Satzes verloren die Grünen an Konstanz. Durch individuelle Fehler am Netz ging der Gast mit 12:8 in Führung. Es dauerte eine Zeit, bis Münster wieder in die Spur fand und Stuttgart zu Fehlern zwang. Trainer Axel Bühring stimmte seine Mannschaft auf die vielleicht entscheidende Phase der Partie ein. Der USC nun mit Ausdauer. Das Team kämpfte sich auf 12:12 wieder heran und bewies nun Nerven. Wiederum die starke Lonnike Slotjes mit einem ihrer zahlreichen wichtigen Punkte. Trainer Axel Bühring fieberte mit und sein Team beruhigte ihn mit Punkten und dem ersehnten Matchball. Hanna Kutura machte den Sack zu und beendet die Partie. Der USC gewinnt mit 3:0 gegen Stuttgart. Münster beißt sich regelrecht auf Platz 3 der Tabelle fest. Eine solche Platzierung hat es am Bergfidel schon lange nicht mehr gegeben. Ich denke, es war ein deutlicher Sieg. Ich denke, dass wir zwei Sätze lang sehr, sehr konstant gespielt haben, sehr, sehr hohes Niveau gespielt haben und dass Stuttgart nicht anknüpfen konnte an die Leistung, die sie gegen uns im Pokal gebracht haben. Von daher muss ich sagen, ja, wir haben verdient gewonnen. Die ersten zwei Sätze
ja, lief es einfach durch und wir haben unser Spiel gespielt, haben das nicht aufgehört, wir haben nicht so gut angefangen mit dem Aufschlag, aber Stuttgart, ja, hat sich auch einfach nicht gewehrt, das muss man auch so sagen und von daher war es leicht, relativ einfach, sage ich mal, für uns, unser Spiel zu spielen. Also ich glaube, das war heute schon ziemlich gut, wir haben relativ sicher in der Annahme gespielt und dann hat ja, Tess einfach ein gutes Spiel aufgezogen. Der Gegner wusste nicht genau, wo geht der Ball hin. Und dann, wenn der Ball mal hoch muss, dann machen die beiden außen den Punkt. Und dann, ja, das ist unser Spiel. Und das ist schon nicht schlecht gewesen heute. Luft nach oben bleibt immer noch. Vielleicht schon am kommenden Samstag in Hamburg.